Piraten und herzlich willkommen zurück bei Sea of Thieves. Besoffen auf dem Schiff vorhin. Und wie ich laufe gerade besoffen auf den Felsen. Nein. Ja. Oh Gott, ja. Der Grog, der bringt uns irgendwann noch um, sag ich dir. Ah, das ist Wenn die Tränen der Engel und die Spucke vom Teufel, sag ich dir. So, Insel ist direkt vor uns. Anker werfen, wenn ich's dir sage. Und zwar genau. Warte noch. Jetzt. Feuer öffnen! Und ich hab keine Muni mehr, warte. Geh schnell nachladen. Da ist ein Huhn! Irgendwo hier ist noch ein Skelett. Äpfen oder sowas. So, wo war der Schatz? Da, wo keine Inseln sind. Ah, da ist er. Okay, Bro. Warte mal, also hier ist die vorgelagerte Insel mit dem Felsen. Dann ist der Schatz genau hier. Ah, oder fast. Hier? Ja, hier. Oh, Mars. Truhe des Schiffs beschieden. Sehr schön. Das läuft ja alles wie am Schnürchen. Ja, super. Okay, Marauders Arch liegt jetzt direkt Backbord voraus. Also Ankerlichten, komm mal hier ran, dann geht's schneller. Oder auch nicht. So. Ist gut, dass wir so flach sind, dann können wir hier richtig schön nah ranfahren an die Inseln. So. So, direkt vor uns liegt Marauders Arch. Ein Schelm, wer nicht weiß, woher der Name kommt. Hi. So. Ah! Nein! Bin ins Wasser gefallen. Und unter Wasser kann ich spielen, ja moin. So. So, haben wir irgendwas vorstellen? Marauders Arch. Was steht bei dir?
Weil irgendwie stehen bei uns beiden andere Sachen zu Marauders Arch. Cool. Hab ich halt als Wortenbrief. Auf Marauders Arch erwartet ich jetzt schon jenseits des Meeres ein kostbarer Lohn. Wenn du hilfst, ja, doch, das steht bei mir auch. Für ein Spiel ein Liedchen an dem Fasskarren im Schmugglerlager, und zwar ein feines. Okay, da ist das Schmugglerlager. Direkt hier links von uns. Ich meine natürlich Backbord. Und wir fahren jetzt hier mal ran. Parkmanöver. Jo. Handbremse bereit. Anker jetzt. So, alle Mann von Bord. 6,5 Stunden später. Ja, da scheint mir schon eher noch am Fasskarren auszuschauen. Okay. Ja. Okay, was steht da jetzt? An dem Schießstand ist etwas versteckt mit dieser Karte, hast du es bald entdeckt? Okay. Ein Schießstand. Schießstand. So viel später, dass sich der Alte erzählt hat, der geschossen hat und man Nein hat einstellen müssen. Hier soll irgendwas versteckt sein. Ich hab's gefunden, die Shooting Range. Hm? Ah, hier. So, und nun? Ah, warte, ich kann meine Waffe aufladen, warte. Ah. Und finde den Anker am Ufer gen Südwesten und du hast es fast geschafft. Gab 8 Schritte gen Norden und du hast den Schatz gerauft. Also. Ja, ich hasse diese Rätsel. Anker gegen Südwesten. Hier ist der Anker, hier ist der Anker. 8 Schritt gen Norden und du hast das Rätsel gerafft. Vom Anker aus 3 Schritte gen Norden. 8. 8. Ja. Warte mal. Wie ging das denn nochmal, dass man die Schritte genau zählen kann? Hast du was? Ja. Perfekt. Die bringt bestimmt richtig viel Geld. Gott, wo ist unser Boot? 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. Boah, aber geil, endlich haben wir diesen scheiß Schatz, ey. Aber ohne diesen Tipp aus dem Internet hätten wir diesen Schießstand, glaube ich, echt nicht gefunden. Ja. So. Da waren wir nur Ewigkeiten drumherum gerannt. So, dann schau ich schnell, wo der nächste Außenposten ist. Mhm. Der nächste Außenposten wäre wieder Außenposten Daggertooth. Wo wir letztes Mal auch schon waren. Beine des Teufels. Okay, den Meerjungfrauen Saphir verkaufen wir schon mal. Ja, die Gebeine aber auch. Ja, ich kann nur eine Sache tragen. Ja, ja. Ich brauche bloß eine Trommel in seinem Bein. So, der Saphir hat ja 1000 für jeden gebracht, also insgesamt 2000. Okay. Ja, wir haben gut Geld gemacht. Bin jetzt bei 12.700. Ja, ich habe jetzt keinen Bock auf noch eine neue Schatzmission.
Ich werde jetzt irgendein Schiff versenken. Ist das Schiff jung? Geisterschiff kann man jung. Ja, aber was sind denn die? Elch der Seelen. Gute Frage. So, also was wir als erstes machen, ist, dass wir hier aus diesem... Wir könnten eine Mission starten. Meld mir an. Tschüss! Was glaub ich, der Typ? Ich verkaufe hier Kelch der Seelen und er haut ohne mich ab. Ja, du kannst ja dann zu der Meerjungfrau gehen. Ich möchte schon mal raus aus diesen Gewässern hier. Kurs gehen Westen zu den Shores of Plenty. Weil diese Gewässer sind so dunkel und kacke. Und grau und eintönig. Und da hinten ist das Meer türkis und wunderschön. Why do I hear boss music again? Aber wir fahren jetzt mal nach Osten. Ist hier gut, wie nach Osten sind. Nach Westen. Da ist ein Piratenschiff. Da ist ein Schiff vor uns. Ein Zweimaster. Captain! Die ballern wir zusammen! Die ballern wir zusammen, sagen wir was es ist. So. Ey, das ist ein Spieler. Natürlich sind das Spieler. Ey, nein, es ist kein Geisterschiff. Ja, ja. Ja, warte. Wir machen hier, ich muss bloß rausfinden, was ist mit Push to Talk Knopf? Ja, ich glaube, das ist, da ist die. Bisschen zu weit weg. Ergebt euch und wir werden Medic sein! Also, wir haben ja gesagt, dass wir es über den Haufen ballern, wenn es in die Nähe gehen, oder? Einstellungen, warte mal. Wo kann ich denn sehen, wo ich die. Welche Taste meine? Alt ist. Standardmäßig. Es ist standardmäßig alt. Okay. Da muss ich aber erst diesen. In-game Anruf, also hörst du mir jetzt doppelt? Ja. Perfekt. Könnt ihr uns hören? Wenn ja, ergebt euch. Dann werden wir euch am Leben lassen. Wir werden euch am Leben lassen, wenn ihr euch ergebt. Okay. Gut. Geh an die Kanone. Geh links an die Kanone. Müssen sie erst in Brand. Schießen sie in Brand. Wir schießen sie in Brand. Das sind zwei Schiffe. Das sind zwei Schiffe. So haben wir vernett gerechnet. Eieiei. So haben wir vernett gewettet. So. Kollege. Ich fahr noch ein bisschen näher ran. Ja. Oh, Scheiße, wohl. Da hinten ist noch ein Schiff. Wir müssen schauen, dass wir nicht ins Kreuzfeuer geraten. Einfach wie bei World of Warships: ein bisschen vorhalten und ein bisschen höher zielen, aber nicht zu hoch. So. Warte. Ich muss sie einholen, warte. Besetzung des feindlichen Schiffes. Wir sind, wir kommen im Frieden. Ergebt euch, gebt uns unsere Schätze. Wir haben sie ein U-Boot, oder? Also. Sie nicht. Ah, die schießen auch nicht zurück. Machen ja, dann nichts. Wir haben nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag Zeit, die zusammen zum Ballern hier. Ja, der Wind kommt aus der falschen Richtung, ist das Problem. Ja, hinter. Aufgeschissen, ich öffne das Feuer. Warte mal, die Tüpfchen haben geankert, haben's. Geh an die Kanone und baller sie zusammen. Herr Kapitän! So, ja, die stängern jetzt da. Suppi. Alter, wenn die so schön da stängern, dann kann man ja eigentlich schon fast unsere Bombenfass-Taktik rühren, oder? Ja. Aber erst in Brand schießen. Schön aufs Deck zielen. Da ist keiner an Bord. Hoch. Doch, da ist einer. So. Julius. An die andere, geh auf die andere Seite. Was, ne? Ich mach die Bombenfass-Taktik. Achso. Was sind wir eigentlich für Arschlöcher? Richtige Kanacken, Alter. Wir haben ihr angeboten, dass sie ihn in Frieden lassen und er nichts dann. Also,
Sie sind selber an ihrem Untergang schuld. Achtung. Trifft die? Na. Rein nicht. Dann ist ganz schön schwer, die zu treffen, ey. Das ist schwieriger als bei WoW. Mann! Wir machen die fertig, Alter. Ich hab deinen Monster im Bock. Hör ich gern die Kanone? Bounce. Ich kann ihn nicht an die. Achso, du bist an der Kanone. Ja. Fahr uns so, dass wir es treffen können. Ja. Soll ich nochmal ein Bombenfassen machen? Na, passt schon. Bombentaktik lassen wir, das ist zu gefährlich. Immer vorhalten, ordentlich. Ach, sie haben uns getroffen. Hä? Sie sind an Bord? Was? Was? Nee. Doch! Wie sind die an Bord? Wir leben immer wieder. Sind die immer noch an Bord? Ja. Leck mich! Der hat einfach einen Headshot mit der scheiß Sniper überlebt. Ich spiel grad mit ihm einfach hier Harmonika. Ziehharmonika. Sind die Zipfel immer noch an Bord? Ich versuche den Anker zu lichten, damit wir wieder mal in eine aktive Position kommen und nicht in den passiven. Wir gehen dann vor, jetzt vor dir in den Weg, Alter. Ja, ist gut. Bin getroffen. Wieso ist der immer an Bord, hä? Wie kommt der denn hierher? Schießt er sich rüber oder was? Hab ich Geld, ja. Leck mich. Eine Rotze, Alter. Aber wir fahren jetzt schon mal weg, oder? Ja, ich glaube schon. Aber die verfolgen uns halt. Wollt ihr bei uns ankerlichten oder legen? Weiß ich nicht. Also er hat wahrscheinlich bei uns, wenn er an Bord ist, jetzt den Anker gelegt. Ja, ja, dann bringen wir um. Bei denen an Bord. Ja, ich hatte nur noch ein bisschen HP. Aus, die rammen uns aus. Ja, wir haben ja nichts an Bord. Was wollen die denn ausräumen? Unser Proviant. Ja, den, das ist ja nicht wichtig. Den können wir ja easy wieder getten. Aber wir haben auch keinen Mast mehr, ne? Ist die Sache. Das heißt, wir machen jetzt wieder. Haben wir eigentlich noch das Fass an Bord, das Pulverfass?
Weiß, was machen wir denn jetzt? Ich versuche derzeit das Feuer zum Löschen. Du musst währenddessen mein Dings reparieren, Mast. Ja, aber womit denn? Holz. Warte, ich repariere erstmal das Leck. Nutze die Taue, um den Masten, Mast hochzuziehen. Alter, die ballern uns ja alles zu, ey. Ey, what the fuck? Wir kommen mit der Typ One-Hitten und die brauchen auf einem 2 Schuss. Ja, weil die Hacker sind, keine Ahnung. Ach, Mann! Alter! Immer kurz bevor ich schießen konnte mit der Kanone, hat er meine Kanone getroffen, ey. Es ist doch... so eine Scheiße. Warte mal, ich nehme jetzt direkt meine Sniper in die Hand. Oh, unser Schiff lebt anscheinend gar nicht mehr. Ja. Frage ist jetzt, wie können wir das nächstes Mal besser machen? Wir dürfen sie einfach nicht an Bord lassen. Oder wir müssen bei denen direkt an Bord. Ah, das ist so schwierig, weil dann sind wir in der Unterzahl. Ja. Die Sache ist, die haben immer 2 bei uns drüben haben können und trotzdem hat noch einer weiter auf uns schießen können. Ja, genau, das war eben das Problem. Also sobald ich eben respawned bin, musste ich eben schnell das Feuer löschen, damit wir nicht absaufen. Aber dann konnte mich halt irgendeiner vom Schiff aus absnipen. Mhm. Und das Problem ist, dass die quasi im Late Game dann agiert haben, während wir nur reagieren konnten. Das müssen wir jetzt genau andersrum machen. Dass wir agieren und die nur reagieren können. Ja. Und dann können wir das auch mit 2 machen. Das Wichtigste ist aber, dass wir ein bisschen schießsicherer werden. Mhm. Dann wirklich die Schüsse auch sitzen. Ich sehe Segel am Horizont und 2 Master. Direkt voraus. Siehst du es auch? Vor uns ist noch ein 3 Master. Es sind direkt mehrere Schiffe. So, da hinten sind sie. Dann mischen wir uns mal dazu. Battle Royale auf See, auf der See der Liebe. Was ist hier, oder? Hm? Warte, ich sehe was. Die ist so. Da hinten ist noch ein 2 Master. Dann gehen wir auf den. Der ist alleine. Weil ich glaube nicht, dass die Galeone uns selber sagen wird, ja okay, wir verbinden uns. Okay, weil das kann ich nicht gut erkennen, weil das gegen die Sonne davor, ist. Der Schanker davor liegt. Die sind vermutlich auf der Insel. Wenn wir einfach daneben parken? Ach, da ist es ja. Ah, ich sage, ja. Das ist ja direkt hier vorne. Wir parken einfach daneben. Wenn uns die hier in den Schätze auf uns gesteckt wird, machen wir den Abflug, oder? Ja. Klassische Parken. Aber ich bleib an Bord, damit das sich nicht umkehrt. Ja. Jo. So, dann engern. Also, und wen's kümmern? Anker lösen und weg. Die kommen zurück. Das ist kein Problem. Aber du musst mit dem Schiff weg. So. Wir können uns keine erneuten Verluste erlauben. Geht. So, ich gehe. Sag mir Bescheid, wenn du alles ausgeräumt hast, dann setze ich das Schiff in Brand. Mann, sind wir Arschlöcher. Ja, das ist so, läuft das in dem Spiel? Hallo, wir sind Piraten. Alter, weißt du was? Wir haben keine Seele. Oh, er ist an Bord! Ich schieße. Ja, bestenfalls noch drüber.
Ja, ich darf nicht so hoch. So. Die haben einen Kopf. Geil, nimm den mit. Jo, warte. Wozu habe ich hier nur Wurfgeschosse. Ach ja, scheiße, kann ich nicht auswählen. Was, was wir brauchen. Gut, so, ich versenke sie, ich versenke sie. Ja, guck mal, hallo, ich habe einen Schädel in der Hand. Ja, ich versenke sie. Gut. Bei neuen Kanonenkugeln. Brandkugeln, Explosionsgeschoss, das wäre jetzt einfach verschossen. Ah, scheiße, ich habe wieder eingesteckt. Ja. Ja, ich muss niedriger feuern. Jawohl, ich habe sie unter Wasser getroffen. Die Kugeln da eine. Fahr los, fahr los, fahr los. Was spielen wir für Arschloch? Ja, sie sinken. Sie sinken. Schwamm, fahr los, fahr los, fahr los. Julius, vor uns ist die Galeone. Das ist die Geistergalione. Oh, Geistergalione. Moin, Meister. Du, wir tun ja nichts. Okay, passt. Los, weg hier. Ja, ja, hast du nicht den Anker gelichtet? Doch. Gut, dann reparier das Leck unten. Ja, wenn ich's find. Ja, bei mir ist das Zelt, wo man den Schädel abgeben kann. 1037. Jo, wir haben den einfach wirklich gerade 1037 gestohlen, Alter. Mann, was das, haben wir das für Arschloch. Das war ja kein normaler Totenschädel. Das war. Da kommt das Schiff, da kommt das Schiff. Das gegnerische Schiff kommt. Ja gut, dann schau ich mir schnell die Kiste und dann intercepten wir die. Ja, du verpisst dich schon mal. Ja. Ich hol schnell mein Schiff. Ja, wo neue Kollegen das hier anzudrehen. Ja, leck mich, hau mal schnell. Wie ist das? 2000! Wir sind fucking reich. Ja, man. Wir sind einfach reich. Folgt gar nicht auf, dass ich gerade vorher fürs 9000 eine Buffen gekauft habe. Nö. Ne. Aber wofür hast du die gekauft, wenn die nicht mehr Schaden macht? Weil es geil ausschaut. So, wollen wir die zusammenballern? Chris? Hm? Wollen wir die zusammenballern? Geh mal. Ja, dann geh mal schnell, warte. Geh schnell an Bord, wir kommen hier rum, glaube ich. Wo sind die? Ja, jetzt komm schnell an Bord, ich muss den Anker lichten. Wir sind jetzt hinter der Insel, auf der anderen Seite. Okay. Wenn die da ankern, dann ballern wir es zusammen. Ja. Ohne Verluste auf Rücksicht. So. Ich meine, wir haben ja wieder nichts Wertvolles an Bord. Schauen wir den derer Sachen. Die wollen uns so richtig schön ausrauben, wir haben nichts dabei. Zu blöd aber auch, gell? Mhm. Zu ärgerlich. So, und die brauchen wir, und die brauchen wir. So, du gehst dann an die Steuerbordkanone, okay? Und Schnackelbums, dann, hehe. Donnerbombe, geladen. Okay. Was macht die? Sieht aus, als würden die Veranker lesen. Das wäre lustig, wenn es jetzt genau dieselben sind wie beim ersten Mal. Dann vermutlich gleich genau dieselben. Gut, dann Revanche, Alter. Ja. Und nun, gerade. Wir nähern uns von hinten, weil dann können die uns nicht abballern. Hm? So, Achtung. Feuer eröffnen. Die fahren weg. Scheiße, Mann. Ah, schade. Bisschen höher ziehen. Du musst höher ziehen. Ja, ich weiß, und jetzt sind sowieso aus der Reichweite. Null! Ja. Wir haben gerade unsere Truhe verkauft. Und wir kriegen dann Geld, was? Ja. Okay. Morgen mich gerade an.
Ja. Bossmusik? Lol. Nee, Kampfmusik. Oder ist es Bossmusik? Ich weiß es nicht. Mir egal. Wir kennen die Chefs. Dann können wir nur eindrehen, dass die uns nicht treffen. Ja. Die sind aber ganz schön schnell unterwegs, du. Ja gut, die haben jetzt zwei Masten aufgespannt. Natürlich sind die schneller als wir. Ja. Ja, aber ganz schön viele Kanonen, Alter. Ja, nee, du. Großes Schiff, mehr Platz für Kanonen, du. Oh, stehst bemüht. Ja, warte, geh du mal ans Steuer, ich schieße. First. So, warte. Ich hole mir noch schnell mehr Kanonenkugeln. Auf welche Seite soll ich? Ja, jetzt machen die Katz und Maus Spiel bei der Insel, ey. Ja, da liegt einer, warte. Einer von denen ist schon von Bord gegangen. Der hockt da hinten und schießt. Ah, ich seh's, ja. Ich hab jetzt geankert und voller zurück. Pass auf, dass du nicht an Bord kommt, gell? Ja, ja. Wo ist denn der? Haben. Oben drauf. Warte, geh schnell Proviant holen. Bananen, lecker. Oben besiegt. Wo los, komm, helf mal, Anker lichten, wir hauen ab. Ja. So, wo ist deren Schiff? Wir fahren weg. Gut. Gegen die gewinnen wir nicht. Ja, die haben einfach zu viele Kanonen. Ja, und sind halt zu dritt. Eben. Wenn wir noch ein bisschen zielsicherer sind, dann können wir die auch besiegen, aber da müssen wir noch ein bisschen üben. Hm. Ja, wo wollen wir denn hinfahren? Aber weißt du was, bevor wir irgendwo hinfahren, würde ich sagen, war's das für diese ziemlich lange Folge wahrscheinlich von Sea of Thieves. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir noch ein bisschen trainierter sind, dann werden wir auch versuchen, die gefährlichen 2-Master und 3-Master zu besiegen. Und dann geht's richtig ab, sage ich euch. So, wie gesagt, Stream, habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wird's bald geben. Bleibt gespannt. Schaut beim Chris vorbei und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ciao, servus. Servus.